Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Nachdem wir nun im letzten Part mit Freunden der Familie gesprochen haben und unseren Bruder getroffen haben und uns von ihm verabschiedet haben, haben wir ein bisschen gepennt und währenddessen wurden wir halt von Hausmännern überfallen, während unsere Männer größtenteils weg waren. Und währenddessen wurden halt die Frau und das Kind von unserem Bruder umgebracht. Und ganz viele andere Menschen sind gestorben. Natürlich auch welche von Ho. Ich meine, wir hassen diese Kerle ja auch. Und ja, jetzt sind wir halt immer noch dabei, Ho's Männer abzuwehren. Und währenddessen suchen wir natürlich auch unseren Vater. Wobei wir eigentlich, während wir unseren Vater suchen, die ganzen Männer umbringen. Nicht andersrum. Valyrium-Trank. Kann man hier eigentlich durch? Nee, schade. Nee, da gehen wir jetzt noch nicht durch. Mal gucken, was hier ist. Tote Diener. Sack. Elfenwurzel. So, mal gucken. Wahrscheinlich ist unser Vater jetzt auch der Pfeil, der da angezeigt ist. Und ja. Ach, da seid ihr ja. Ich hab... Bryce! ...nicht gefragt, wann ihr kommt. Beim Erbauer, was ist los? Du blutest ja. Wow, wow, seine ganze Kleidung ist voll mit Blut. Mann! Ich fast umgebracht. Ja, klar. Wie bist du hierher gekommen? Du kannst ja kaum gehen. Genau, wir werden Haut töten. Nicht damit durchkommen. Der König wird stöhnen. Bryce, wir müssen dich von hier wegbringen. Wenn ich aufstehe, sterbe ich vermutlich. Okay. Dann müssen wir dich eben tragen. Passt. Aber auf, dass ihr nichts von mir verliert. Bryce, das ist nicht witzig. Sobald Hausmänner durch das Tor brechen, finden sie uns. Wir müssen fliehen. Jemand muss Fergus erzählen, was passiert ist. Das machen wir. Und dich rächen. Ja. Rache. Bryce, nein! Rache ist der Gesindegang süß. Ist bei Rache dir. Ist Blut. Wir können gemeinsam fliehen. Du brauchst einen Heilzauber. Das Schloss ist umstellt. Ich schaffe es nicht. Der Tavern hat lange. War ja klar. Noch kennen die Männerhaus diesen Ausgang nicht. Aber sie haben das Schloss umstellt. Es wird schwer, an ihnen vorbeizukommen. Dann seid ihr Duncan, der graue Wächter? Ja, Herrin. Der Taren und ich wollten schon früher zu euch. Mein jüngerer Sohn half mir, hierher zu kommen. Dem Erbauer sei Dank. Wirklich? Das überrascht mich nicht. Danke, dass ihr unseren Vater gerettet habt. Ich fürchte, euer Dank kommt zu früh. Ich bezweifle, dass er gerettet ist. Boah, ja, trotzdem. Egal, was wir tun, wir müssen uns beeilen. Sie kommen! Duncan, ihr seid mir zu nichts verpflichtet, aber ich bitte euch, bringt meine Frau und meinen Sohn in Sicherheit. Natürlich. Das werde ich, Eure Lordschaft. Aber ich fürchte, auch ich muss euch um etwas bitten. Was ihr wollt uns rekrutieren. Was hier passiert, ist nichts im Vergleich zu dem Bösen, das diese Welt bedroht. Ich kam auf der Suche nach Rekruten in euer Schloss. Angesichts der Bedrohung durch die dunkle Brut kann ich nicht mit leeren Händen abreisen. Ich verstehe. Ach, Mann. Sprecht ihr über mich? Ihr habt euch bis zu mir vorgekämpft. Ich glaube, die Absichten des großen Erbauers sind klar. Ich bringe die Törner und euren Sohn nach Ostagar. Dort erzählen wir Fergus und dem König, was passiert ist. Und dann wird euer Sohn ein grauer Wächter. Solange Hau bestraft wird, bin ich einverstanden. Okay. Dann seid ihr bei den grauen Wächtern willkommen. Kämpft an unserer Seite. Und das sagt er auch zu jedem. Wir nehmen euer Gut, Angebot an. Dann lasst uns rasch aufbrechen.
Ja, lassen wir den Kerl einfach kapieren. Bist du sicher? Unser Sohn hat die Chance, die Welt zu verändern, anstatt durch Hausverrat zu sterben. Geh mit Duncan, mein Schatz. Ohne mich ist eure Chance zu entkommen viel größer. Eleanor. Sag nichts, Bryce. Ich werde jeden töten, der durch diese Tür kommt, um ihnen Zeit zu verschaffen. Aber ich werde dich nicht verlassen. Ich liebe euch beide so sehr. Dann lebe, mein Schatz. Werde ein grauer Wächter. Und tue, was richtig ist. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Unser Leben war gut. Wir haben alles getan. Nun ist es an unseren Kindern. Geh. Wahrscheinlich ist Fergus wirklich schon tot. Warne deinen Bruder. Wir lieben euch beide. Ihr macht uns stolz. Sie sind durch das Tor gebrochen. Wir müssen gehen, jetzt. Gib auf dich Acht. Und wir werden Al-Ho töten. Wir schwören auf den Erbauer. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige Graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Das ist nicht nötig, Duncan. Ihr seid Bryces jüngstes Kind, nicht wahr? Woher weißt du das? Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal persönlich begegnet sind. Ja, Euer Majestät. Euer Bruder ist bereits mit den Männern aus High Ever angekommen, aber wir warten noch immer auf euren Vater. Er wird nicht kommen. Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, Euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Indem er uns feige angriff. Sobald wir fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Howe zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Wahrscheinlich hast du dann keine Truppen mehr. Vielen Dank, Majestät. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Genau, wir brennen nicht darauf, es ihm zu erzählen. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn wiedersehen, sobald die Schlacht vorüber ist. Na, hoffentlich. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die dunkle Brut zu richten. Ja genau, solange Ho dafür bezahlt. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Und weil ich klasse Dinge so gut laufen. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft.
Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Logan noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Okay. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Genau, er scheint irgendwie die Brut nicht ernst zu... Oh, okay. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Ja, der würde dich dann wahrscheinlich auslachen. Genau, er scheint mir dabei. Aber nicht hoch genug, um auf die Verstärkung der grauen Wächter von Orlais zu warten. Er denkt, unsere Legende allein mache ihn unverwundbar. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Genau, was müssen wir tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. Okay. So, dann wollen wir eben gucken, was es hier noch so alles Schönes gibt. Hallo, Turmwache. Der Turm von Ishal ist gesperrt. Die Männer, die drin stationiert sind, sichern ihn ab. Okay. Möge der Erbauer eure Schritte lenken. Ja, ja, du dich auch. Hat die Figur keinen Kopf? Ich würde mal sagen, extremer Frauenhass. Und natürlich können wir auch nicht gehen. Okay, mal gucken. Nee. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was Interessantes ist, aber ich... Was? Hilfenwurzel, okay. War klar. Na toll, den Turm können wir jetzt auch nicht betreten. Das ist voll für den Arsch. Schöne Aussicht. Warte mal, sind da Bäume ganz oben? Ja, okay. Naja. Und was ist das? Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, aber das sieht irgendwie da hinten so aus, als wenn das so Fackeln wären. Als so, als wenn das die dunkle Brut wäre. Da ist ja jemand. Soldat. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Scheiß auf den Erbauer. Rinderknochen? Das ist wahrscheinlich was für unsere Mabari. Hier können wir auch nicht durch, aber klar. Natürlich auf diesem Weg auch nicht. Schade. Elfenwurzel. Mann, das Spiel leckt immer mehr. Wahrscheinlich kämpfen wir dann hier, oder? Ja, scheint so. Was? Okay. Das ist dann wahrscheinlich Spartakus. Und hier sind wieder ein paar Frauen. Wahrscheinlich Priesterinnen.
Grüße. Grüße. Hallo. Auch an dich. Ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Wusstet ihr, Duncan kann gut danken. Ha, ha, ha. The fuck, Magie? Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört werden. Gucke. Die Magier dürfen nicht gestört werden. Ihre Geister sind gerade im Nichts. Sahen wir wirklich so scheiße aus, als wir diese beschissene Mission gemacht haben? Wie erwünscht. Königliche Wache, okay. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Erzähl mir von dem König. Das tue ich wohl. Aber es wäre unangemessen, die Angelegenheiten des Königs mit euch zu besprechen. Wie gewünscht. Ja. Grüße. Grüße. Dann gucken wir, was hier ist. Oh. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sieht ja fast schon so aus wie so ein Zwerg. Aber glaubt den Geschichten der alten Meiber. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, wie geht es euch? Ihr Hallo. Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Okay. Hallo, Feldwebel. Rührt den Kadaver nicht an. Wir werden ihn verbrennen, damit er nichts... Okay. Wenn du mich fragst, klingt das nach dem perfekten Zeitpunkt, um sich richtig zu besaufen. Jemand hat mir erzählt, Hallo. Dass er in der letzten Schlacht einen unserer Männer gesehen hat, der Was vollkommen blass war und für die dunkle Brut gekämpft hat. Ja, kann sein. Immerhin ist die dunkle Brut ja eigentlich sowas wie, das waren ja früher mal Menschen und sie wurden dann irgendwie durch irgendwelche Fehler halt zu der dunklen Brut, ja. Hallo Priester. Gesegnet seien die, die unter den Augen des Erbauers leben. Also alle? Na gut, ich verstehe sowieso nicht so viel von Kirche. Will ich auch gar nicht. Ich bin konfirmiert und das reicht mir. Es gibt viele der dunklen Brut. Natürlich gibt es viele der dunklen Brut. Die sind in der Überzahl. Loganswache. Ihr nähert euch dem Zelt von Taryn Logan. Was ist euer Anliegen? Ist Taryn in seinem Zelt? Er ist in seinem Zelt. Aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Wir bitten um eine Audienz Macht bei Taryn. Macht euch nicht lächerlich. Er kann nicht jedem, der hier vorbeikommt, eine Audienz gewähren. Genau, wir haben eine Nachricht der Gernwächter. Er wird nicht begeistert darüber sein. Wartet hier, ich hole ihn. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Duncans neuer grauer Wächter, nehme ich an. Ja. Nach eurem Treffen konnte seine Majestät seine Aufregung euretwegen nicht verbergen. Wie hätte ich nicht von euch hören können? Kaelins Faszination für die Grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Genau, du scheinst diese Faszination nicht zu teilen. Aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kaelin denkt. Ihr kommt mir bekannt vor. Habe ich euch auf dem Landding gesehen? Ja, unser Vater Der König hat mir von seinem Versprechen berichtet. Ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird, es zu erfüllen. Ich nehme nee, nicht ist an, tot. Dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Ich hoffe doch. Ja, ihr seid auf Ruhm aus, was? Warum auch nicht? Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Und wenn das nicht ist? Dann betet trotzdem. Okay. So, ein Soldat hat eine Armbrust? Grüße. Mabari. Snake? Bäh. Danke. Wie ich sehe, hast du unser Zelt gefunden. Brauchst du etwas?
Nein, alles warte nicht zu lange mit deiner Suche nach Alistair. Wie gesagt, wir müssen vor Einbruch der Nacht mit den Beitrittsvorbereitungen beginnen. Okay. Boah, Mann, ey, gleich sollen wir schon wieder mal mit dem Part Schluss machen. Das geht aber auch für mich persönlich irgendwie ziemlich Erbauer schnell. Uns alle beschützen. Das heißt, die Horde der dunklen Brut. Können wir hier hoch? Schade. Elfenwurzel ist das da hinten? Ja. So. Wahrscheinlich dürfen wir nicht mal durch. Ihr gehört zu Duncans neuen Rekruten, richtig? Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Okay, wir sollten gehen. Gebt auf euch Acht. Ja, ja. Dann suchen wir gleich mal Alistair. Ist das eine Frau? Ach Gott, nein, natürlich, aber... Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der dunklen Brut verdorben. Oh, fuck. Ihr müsst sie überzeugen! Wir müssen fliehen! Die dunkle Brut kommt! Wir haben sie doch in die Flucht geschlagen. Ich habe sie gesehen! Wir werden sterben! Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Könnte er wichtige Informationen haben? Der Kommandant, der ihn hergebracht hat, war nicht der Meinung. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land, sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Okay. Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Nicht töten. Möge der Erbauer euch... Oh, wir können auch mit der reden. Ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Ja, das wollen wir. So segne ich euch, grauer Wächter, im Namen Andrastes und des Erbauers. Möge der Gesang des Lichts euren Namen bis zu den Ohren unseres Herren tragen. Na toll, hat nichts gebracht. Was? Man hat was gehört, aber das war so extrem leise. Jory? Seid gegrüßt! Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Ja, ich bin Darwin. Sir Jory ist mein Name. Ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Earl Eamon gedient habe. Ihr wirkt wie ein Mann, der weiß, wie man kämpft. Wenn ihr mir die Frage gestattet, wart ihr Soldat, bevor ihr hierher kamt? Nein, wir waren nie Soldat. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihr Duncan beeindruckt habt. Und das reicht mir. Ja, ich hoffe, Leute, wir haben beide das Glück, bei den grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Ja, wir wären nicht hier. Wir freuen uns drauf. Ich habe hart dafür gekämpft, hier sein zu dürfen. Duncan zu beeindrucken war wirklich nicht leicht. Hat euch irgendjemand verraten, worum es bei diesem Beitrittsritual geht? Das ist ein ziemlich großes Geheimnis. Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Oh, welches Austreten. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Ja. Okay, ja, das war's mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.